Willkommen zu unserem öffentlichen Fachgespräch zur Menschenrechtslage in Eritrea und zur Rolle der Europäischen Union. Ich freue mich sehr, dass so viele unserer Einladung gefolgt sind, dass wir auf ein professionelleres Zoom-Format wechseln mussten. Und entschuldige mich für die Probleme, die damit verbunden sind und waren. Und ich bitte um Nachsicht, wenn jetzt irgendwas nicht gleich so klappt. Ich bin Katrin Vogler, friedenspolitische Sprecherin der Linksfraktion und Mitglied im Auswärtigen Ausschuss und im Unterausschuss Zivile Krisenprävention. Und ich werde heute diese Veranstaltung moderieren. Jetzt übergebe ich das Wort an meinen Co-Gastgeber Rudi Friedrich von Connection e.V., der uns ein bisschen ins Thema einführen wird. Ja, danke schön. Ich bin Rudi Friedrich von Connection e.V., einem Verein der Kriegsdienstverweigerer und Deserteure aus verschiedenen Ländern unterstützt. Wir haben gesehen, dass vor 2 Jahren ein Friedensvertrag zwischen Äthiopien und Eritrea abgeschlossen worden ist. Und auf der anderen Seite müssen wir sehen, dass sich in Eritrea an der Menschenrechtssituation überhaupt nichts geändert hat. Und unabhängig von vielen anderen Menschenrechtsverletzungen ist ein wesentlicher Grund, warum viele Eritreer und Eritreerinnen das Land verlassen, der verpflichtende, unbefristete National- und Militärdienst. Das heißt, dass Menschen, Männer wie Frauen, keine Möglichkeit haben, diesem Dienst zu entgehen. Es gibt kein Recht auf Kriegsdienstverweigerung und sie sind über Jahre oder gar Jahrzehnte dazu verpflichtet, diesen Dienst zu leisten. Die Stiftung Menschenrechte für Eritrea, Mulo Ibrahim Temelso ist heute mit uns, die hat jetzt Klage gegen die Europäische Union erhoben. In dieser Klage geht es darum, dass die Europäische Kommission mit 80 Millionen ein Straßenbauprojekt fördert. Und in diesem Straßenbauprojekt sind genau diese Militärdienstpflichtigen verpflichtet, als Militärdienstleistende zu arbeiten. Die Sonderbeauftragte für die Menschenrechte in Eritrea, Daniela Krawitz, sagt sehr klar, dass das Zwangsarbeit ist und fordert alle Institutionen und Gesellschaften auf, sich an die Menschenrechtslage zu halten, wenn sie Projekte in Eritrea fördern. Dass die EU das nicht tut, das ist genau der Kritikpunkt. Das ist das Thema heute Abend und wir wollen gemeinsam überlegen, was vom Bundestag aus diesbezüglich getan werden kann. Und ich würde zunächst Clara Smits von EPA bitten, sich kurz selber vorzustellen und dann etwas zu den EU-Projekten zu sagen bezüglich dieses Straßenbauprojektes und weiteren geplanten Projekten. Also ich bin Clara Smits von der Organisation FIFA und ich folge seit Jahren diese Fragen der Entwicklungshilfe nach Eritrea auch in die Einzelheiten und würde Ihnen gern etwas zum Hintergrund sagen. Es ist ja nichts Neues, dass die EU Eritrea unterstützt. Sie hat Eritrea mit Entwicklungshilfe seit seiner Unabhängigkeit im Jahre 1991 und dem 7. Entwicklungsfonds der EU unterstützt. Die Unterstützung für die Entwicklungshilfe dort kommt aus dem Europäischen Entwicklungsfonds, der aber nicht direkt aus dem Etat der EU finanziert wird, sondern von einzelnen Mitgliedstaaten direkt bezahlt wird. Und deswegen müssen auch einzelne Projekte von diesen einzelnen Mitgliedstaaten auch alle genehmigt werden. Seit Anfang an hat die EU versucht, durch ihre Entwicklungshilfe die Menschenrechtslage in Eritrea zu verbessern. Das ist ihnen aber nicht gelungen, laut den Berichten von Menschenrechtsorganisationen und der UNO. Der aktuelle Entwicklungsfonds, das ist der 11. Unter diesem Fonds wurde 2016 ein Projekt unterschrieben, mit dem die EU Straßenbauprojekte
im Wert von, also in insgesamt 200 Millionen an Entwicklungshilfe. Aber als es darum ging, diese Projekte auszuhandeln, hat die eritreische Regierung die strengen Vorgaben, die normalerweise bei diesen unterstützten Projekten aus dem Entwicklungsfonds für Menschenrechte und andere Sachen verlangt werden, nicht akzeptiert. Und deswegen hat die EU aus diesen 200 Millionen 180 Millionen Euro an diese Sondernothilfefonds für Afrika der EU übertragen. Und der Grund ist, dass dieser Emergency Trust Fund, diese Nothilfefonds, nicht so strenge Vorschriften hat. Und deswegen war es der EU möglich, unter diesem Nothilfefonds so etwas weitergehende Projekte wie diese Straßenbauprojekte vorzuschlagen. Zwar hatte die EU zuerst bestimmt, dass da keine Zwangsarbeiter im nationalen Wehrdienst in diesen Projekten mitarbeiten sollten, aber zum Schluss hat sie das doch akzeptiert und die EU hat selber zugegeben, dass solche Zwangsarbeit in diesen Projekten benutzt wird. Jetzt hat die EU vor einer Woche endlich gesagt, nein, sie wird keine solchen Projekte mehr finanzieren. Aber dieses Projekt mit den 60 Millionen Euro, das ist schon genehmigt und unterschrieben worden. Und das wird also trotzdem weiter gehen. Obwohl sie ja selber zugegeben hat, dass dort Zwangsarbeiter benutzt werden. Sie haben auch vier kleinere Projekte angekündigt, von denen man erwartet, dass sie bald genehmigt werden. Das wäre es von meiner Seite. Thank you, danke. Then let's come to Mulo. Herzlichen Dank, Mulo, dass Mulo Eberhan, Tim Melzo, dass Sie dabei sein können. Wir freuen uns sehr und natürlich muss das heute alles kurz sein. Bitte stellen Sie sich kurz vor und dann berichten Sie über die Klage, die Sie von Ihrer Stiftung aus eingereicht haben. Ja, ich danke euch allen, dass ihr euch um diese Frage kümmert und die ja für die Menschenrechtslage in Eritrea sehr wichtig ist. Also das Projekt unterscheidet sich überhaupt nicht von anderen Straßenbauprojekten, die die Regierung dort unternommen hat und unternimmt. Ja, also dieses Projekt, das zwar viele örtliche Arbeiter, aber auch viele, die da diesen nationalen Dienst, also Zwangsarbeiter mit betrifft, ist wie viele andere, die Regierung dort verwaltet hat. Und es ist ja genauso etwas, das die UNO als Zwangsarbeit bezeichnet hat und eben deswegen auch Leute dazu aufgerufen hat, sich nicht an solchen Sachen zu beteiligen. Also das Projekt begann, da die eritreische Regierung die Grenze zu Äthiopien geschlossen hatte. Also das geschah, weil die eritreische Regierung gesagt hat, es bestünde eine militärische Gefahr durch die EPLF, die da an der südlichen Teil von Äthiopiens an der Grenze aktiv war und diese eine Stadt, die an der Grenze liegt, sollte deswegen militarisiert werden.
Ja, also seit Anfang dieses Projekts hat dann die Regierung Aktivitäten der katholischen Kirche dort geschlossen. Also kirchliche Schulen der katholischen Kirche dort geschlossen. Der Hauptpunkt ist ja, dass diese Entwicklungshilfe, die doch der Bevölkerung zugutekommen soll, gar nicht an die Bevölkerung geht, sondern an das Regime. Und als Menschenrechtsorganisation sagen wir, es sollten keine Entwicklungsprojekte, die direkt mit der eritreischen Regierung organisiert werden, geben. Also solche Projekte sollten zur Verbesserung der Lebenssituation der Bevölkerung Eritreas dienen und nicht dem Regime dort dienen. Und zum Schluss möchte ich sagen, also wenn die EU sich nicht an Aktivitäten beteiligen will, die gegen die Menschenrechte verstoßen, sollte sie ihre Projekte und ihre Büros im Lande schließen. Und zum Schluss möchte ich dann sagen, dem Deutschen Bundestag einen Rat geben, sie sollten Projekte unterstützen, die direkt Menschenrechtsverteidigern in Eritrea zugutekommen. Ja, herzlichen Dank. Thanks a lot, Mulum, for your introduction. Then we would like to come to Awad Kesete. He is from Wuppertal, and maybe you can introduce yourself. The question to you is, what do you think German parliamentarians could do? What is your idea how we could help you in the work against the Eritrean regime and the work for human rights and democracy in Eritrea? Kesete Awad is my name. Und genau, erstmal möchte ich mich halt bei den Abgeordneten Frau Katrin Vogler und auch sehr geehrte Damen und Herren des Deutschen Bundestags bedanken. Also wir vom Eritreischen Verein für Demokratie und Kultur und Voneinander Lernen e.V. Hier aus Düsseldorf-Wuppertal-Bereich sind wir. Möchten uns für Ihre Einladung zum Fachgespräch über die Rolle der EU-Politik, Entwicklungspolitik in Eritrea bedanken. Auch möchten wir uns im Namen aller von Verfolgung Betroffenen bedanken. Und derer, die gegen das Diktaturregime von Isaias Afwerki im Inland und im Ausland für Demokratisierungsprozesse kämpfen. Als Dolmetscher unter anderem für das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, als Sozialpädagoge in der Arbeit mit unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen, in der Flüchtlingsberatung sowie bei therapeutischen Sitzungen bekomme ich hautnah mit, welche teils massiv traumatisierenden Erfahrungen Menschen innerhalb Eritreas verursacht durch das menschenrechtsverachtende Regime auf der Flucht durch Äthiopien, Sudan, Sahara, Libyen und im Mittelmeer durchlebt haben. Hinzu kommen auch meine eigenen Erfahrungen, die ich vor Jahren bei verschiedenen Recherchen und Reisen durch Eritrea gemacht habe. Daher kann ich auch die Ängste der Betroffenen gut nachvollziehen, zumal ich auch, wie viele andere Menschen, Angehörige habe, die vom repressiven Regime unterdrückt werden. Daher sollte aus unserer Sicht in diesem Fachgespräch die Frage im Fokus sein, wie eine verantwortliche Haltung und somit auch Handlungen der Bundesregierung gegenüber dem Unrechtsregime in Eritrea sein sollten. Und darauf beruht, wie ihr Einfluss auf die entsprechende EU-Politik aussehen kann, mit den gemeinsamen Zielen der Beendigung der Militärdiktatur, Überwindung der Fluchtursachen in Eritrea und der Unterstützung des Demokratisierungsprozesses. Wir möchten darauf hinweisen, dass jegliche politische und oder finanzielle Unterstützung des eritreischen Regimes durch die Bundesregierung und EU als Stärkung und Verlängerung des Unrechtsregimes wirken wird und ebenso als eine massive Verletzung ihrer eigenen Grundrechtscharta und der UN-Menschenrechtscharta bedeutet. Daher fordern wir diese beiden Institutionen auf, sich an ihre eigenen Ziele und Versprechen zu halten. Das Land Eritrea verfügt auch nach 29 Jahren nicht über eine Verfassung, aber der Paragraph 1 des deutschen Grundgesetzes
zur Menschenwürde gilt für alle Menschen, auch die in Eritrea. Seine Einhaltung sollte bei internationalen Kooperationen stets Beachtung finden. Auch Investitionen in die Infrastruktur, deren Ziel die Verbesserung der Umstände der eritreischen Bevölkerung sein sollen, fördern und stärken das Unrechtsregime und können von diesem für die weitere Unterdrückung der Bevölkerung ausgenutzt werden. Bevor solche Investitionen vorgenommen werden, müssen zunächst grundlegende Veränderungen an der politischen Situation in Eritrea herbeigeführt werden. Sollten dennoch Verhandlungen mit dem Regime zur Planung von Kooperationen geführt werden, müssen folgende Prinzipien beachtet werden. Die Projekte müssen der Verbesserung der Lebensbedingungen der Bevölkerung dienen, zum Beispiel Gesundheitsvorsorge, Impfungen, Bildung, Verbesserung der landwirtschaftlichen Methoden. Es muss ausgeschlossen sein, dass die Gelder der Bereicherung des Regimes oder Einzelner dienen. Bei den Verträgen müssen menschenwürdige Arbeitsbedingungen und Lebensinteressen der Bevölkerung mit abgesichert werden. Bei allen Projekten ist auf die Selbstwirksamkeit und Partizipation der Bevölkerung zu achten. Daher sind die Pläne der EU bei dem Straßenbauprojekt nicht ausreichend transparent und daher nicht nachvollziehbar. Auch bleiben die langfristig damit verfolgten Ziele unklar. Es entsteht der Eindruck, dass die EU-Verantwortlichen sich nicht für die Situation der unterdrückten Menschen interessieren, die unter größter Lebensgefahr in den Gefängnissen dahinvegetieren, die bereits ihre Heimat verlassen mussten und müssen. Diese müssen nun mit ansehen, wie ihren Unterdrückern die Hand gereicht wird. Mit den vielfältig unterdrückten Menschen sollten die Bundesregierung und die EU die Zusammenarbeit suchen. Dies kann geschehen, indem die verschiedenen Vereine und Zusammenschlüsse der eritreischen Demokratiebewegung in der Diaspora politisch und finanziell gefördert werden. Daher fordern wir die Hinwirkung auf Einhaltung der Menschenrechte, keine finanziellen Hilfen, die dem Regime zugutekommen, keine wirtschaftlichen und militärischen Verhandlungen, da alle Ebenen der Gesellschaft vom Regime kontrolliert und unterdrückt werden. Wir fordern greifbare und nachhaltige politische und finanzielle Unterstützung der oppositionellen Demokratiebewegung in der Diaspora. Und ebenso fordern wir Kooperation zwischen der Bundesregierung und EU mit den oppositionellen Kräften. Okay, das war es bis hierhin. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, danke. Thank you, Awad. Nun übergebe ich wieder an meine Co-Moderatorin, an Katrin. So, vielen Dank, Rudi. Ich bin sehr froh, dass hier heute Politikerinnen und Politiker aus vier verschiedenen Bundestagsfraktionen teilnehmen. Ich bedanke mich wirklich bei meinen Kolleginnen und Kollegen, dass sie das möglich gemacht haben. Sie sollen jetzt auch alle die Möglichkeit zur Stellungnahme und auch für Fragen an die Fachleute hier bekommen. Und weil er der Erste von uns ist, der diese Runde verlassen muss, möchte ich als allererstes meinem Kollegen und meinem Unterausschussvorsitzenden Ottmar von Holz von der Partei Bündnis 90 Die Grünen das Wort geben. Das ist ungewöhnlich, normalerweise machen wir das immer nach Größe der Fraktionen, aber diesmal soll er halt der Erste sein, weil er noch einen anderen Termin hat. Und umso dankbarer bin ich, dass er heute bei uns ist. Ja, vielen Dank, Katrin, für die Gelegenheit. Ich werde versuchen, es auch kurz zu machen, da ja insgesamt die Zeit gering ist. Auch schönen Dank an Herrn Awad für die Darstellung und Schilderungen. Der Umgang mit der Diaspora ist ja insgesamt ein sehr, glaube ich, ein Thema, was noch auch politisch relativ brach liegt, nicht nur mit Blick auf Eritrea, sondern auch mit Blick auf anderen konfliktären Ländern. Mein Eindruck ist der, dass Deutschland eigentlich in vielen Ländern und sicherlich auch im Horn von Afrika einen sehr guten Stand hat, dass das Bild Deutschlands ein sehr gutes ist und wir aus der Bundesrepublik heraus eigentlich viel mutiger sein könnten im Rahmen beispielsweise unserer Mitgliedschaft im UN-Sicherheitsrat oder auch der EU-Ratspräsidentschaft mehr menschenrechtsbasierte Politik einzufordern. Genau, und deswegen finde ich, dass die Bundesregierung jetzt die Menschenrechtsverletzungen in Eritrea, die massiven Menschenrechtsverletzungen deutlicher als bisher anklagen sollte und substanzielle Reformen einfordern sollte und sich auch dafür einsetzen muss, die Situation in Eritrea auf der Basis der Untersuchungskommission der UN an den Internationalen Strafgerichtshof zu überweisen. Und ein letzter Gedanke noch, wegen die Rolle der Afrikanischen Union ist ja auch nicht ganz unerheblich und auch gerade bei den vielen Reformbemühungen zurzeit am Horn
wünsche ich mir auch von der Bundesregierung hier noch viel intensiver mit der Afrikanischen Union in den Dialog zu treten, damit auch von der Seite Druck entstehen kann, damit sich in Eritrea was bewegt. Vielen Dank. Thank you, Ottmar. Danke, Ottmar. So, Daniela. Dr. Daniela de Ridder ist eine sehr wertgeschätzte Kollegin von mir, von der Sozialdemokratischen Partei, auch Mitglied im Auswärtigen Ausschuss und eine große Unterstützerin der stärkeren Vernetzung und Zusammenarbeit von Frauen in der Außenpolitik. Und ich freue mich sehr, dass sie heute hier ist. Daniela, wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, du hast jetzt das Mikro. Ganz herzlichen Dank, liebe Katrin, für die Initiative. Auch herzlichen Dank an die Expertinnen und Experten in die Runde. Ich bin heute vielleicht etwas mehr Fragenstellerin als Expertin. Und es ist richtig, dass wir natürlich wissen, dass es Menschenrechtsverletzungen massiver Art in Eritrea gibt, dass es möglicherweise auch vor dem Hintergrund der Grenzabkommen, es hat ja immerhin sehr, sehr lange gedauert, bis überhaupt dieses Abkommen so ausverhandelt werden konnte zum Nachbarland Äthiopien, dass es da von, wenn man überhaupt von Stabilität sprechen kann, so weit gekommen ist. Ich schließe aber gleich noch an. Wir wissen sehr wohl, dass eben die Zahl, das Regime eines ist, das wir sehr kritisch betrachten müssen. Denn innerhalb der EU, und um die geht es ja heute Abend, ist Eritrea die am fünftstärksten beteiligte Gruppe unter den Flüchtlingen, insbesondere junger Männer, die ihr Glück innerhalb der Europäischen Union suchen, weil sie mit den möglicherweise dann sich bietenden Arbeitschancen auch ihre Familien in Eritrea versuchen zu ernähren. Von daher war es ein bisschen mit dem Straßenbauprojekt, über das wir gesprochen haben, das ist ja ein Beispiel dafür, dass die EU die Hoffnung hatte, auch die wirtschaftliche, die ökonomische Entwicklung in Eritrea zu unterstützen, weil damit zugleich die Hoffnung verknüpft war, Tourismus auszubauen und Handel auszubauen. Jetzt sind wir in der Situation, mein Kollege Ottmar von Holz hat es schon angesprochen, dass wir eine sehr hohe Erwartung an die deutsche Position im UN-Sicherheitsrat haben. Hier würde ich mir wünschen, das noch zu konkretisieren, auch noch mal deutlich zu machen, was kann die deutsche Position sein. Wir haben ja nur ein befristetes Mandat. Und ich möchte gleichzeitig noch die Gelegenheit nutzen, darauf hinzuweisen, dass wir im Herbst beginnend auch seitens der deutschen Regierung die EU-Ratspräsidentschaft übernehmen werden. Möglicherweise können wir hier auch noch mal akzentuieren, dass etwa ILO-Kernarbeitsnormen Geltung verschafft wird. Es wird wahrscheinlich nicht so leicht sein, innerhalb dieser kurzen Zeit auch die Rechtsstaatlichkeitsprinzipien, von denen hier die Rede war, durchzusetzen. Aber es ist meines Erachtens einen Versuch wert. Und von daher hoffe ich, dass wir das noch ein bisschen konkretisieren können, auch mit der Frage, welche oppositionellen Kräfte wir in Eritrea unterstützen können. Vielen Dank. Danke, Dr. de Ridder. Thank you, Dr. de Ridder. So, der nächste meiner Bundestagskollegen hier ist Ulrich Lechte von der FDP, der auch Mitglied des Auswärtigen Ausschusses ist und als außerdem ein Verteidiger der Menschenrechte von Menschen auf der Flucht. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist, Uli, du hast das Wort. Ja, vielen Dank, liebe Katrin. Ich habe den Unterschied zwischen Daniela als sehr wertgeschätzter Kollegin und dem Kollegen von der FDP zur Kenntnis genommen. Er ist verbucht, aber es gibt ja auch kaum Parteien, die weiter voneinander entfernt sind wie wir beiden. Dementsprechend freut es mich aber sehr, dass ich heute Abend auch dabei sein darf und kann. Ich selber bin 42 Jahre alt und aus dem wunderschönen Bayern Regensburg und bin gleichzeitig auch Vorsitzender des Unterausschusses Vereinte Nationen, internationale Organisationen und Globalisierung des Deutschen Bundestags. Ja, und ich habe der Diskussion heute sehr gerne gelauscht, vor allem auch den direkten Ansagen, die von Betroffenen kommen. Danke, Herr Dr. Awet und danke, Herr Temelso. Als Berichterstatter meiner Partei bin ich für Afrika zuständig, wie auch für Südamerika und Australien und Ozeanien. Und deswegen hatte ich auch die Ehre, bei der Debatte 2018 zu Eritrea im Deutschen Bundestag sprechen zu dürfen.
Und wir dürfen bei dieser Sache nicht vergessen, dass der äthiopische Premierminister, der ja auch den Friedensnobelpreis bekommen hat, Herr Ahmed, am Ende des Tages damals die Weltgemeinschaft dazu aufgerufen hat, dass man Eritrea die Daumenschrauben lockert. Und dementsprechend muss man dieses EU-Projekt, über das wir ja heute hier eigentlich sprechen, auch aus einer anderen Warte sehen. Es ist tatsächlich so, dass ja lange, lange ein schwerer Konflikt zwischen Äthiopien und Eritrea war. Und in Europa sagt man immer Straßen verbinden. Das heißt, dass man ausgerechnet eine Straße als erstes Projekt so unterstützt hat, sollte eigentlich den Zusammenschluss, den Friedensschluss zwischen Äthiopien und Eritrea unterstreichen. Und daher ist es tatsächlich so, ich meine, die Benutzung, also beziehungsweise das, der Einsatz von Zivildienstleistenden, also der National Laborers, der Zwangsarbeiter de facto. Wir wissen ja, dass Deutschland und auch die Europäische Union auch diesen Dienst als Asylgrund mit anerkennt in Europa, ist natürlich zu verurteilen. Wir müssen für die Zukunft natürlich schauen, dass wir Projekte dieser Art nicht mit diesen Zwangsarbeitern durchführen. Problem ist aber, und das möchte ich hier auch ganz offen ansprechen, auch wenn ich dafür vermutlich gleich gesteinigt werde, es gibt ja kaum andere Ansprechpartner. Es gibt kaum eine existierende Zivilgesellschaft in Eritrea. Es gibt dieses Einparteiensystem. Es gibt keinerlei Opposition in Eritrea. Und dementsprechend ist es äußerst schwierig, von außen Verbesserungen für die Bevölkerung, für die Einwohner Eritreas herbeizuführen, weil schlicht und ergreifend alle, die in irgendeiner Weise dort weg konnten, ja weggegangen sind und man dementsprechend nur die Möglichkeit hat, mit Oppositionspolitikern, die in der Diaspora leben, entsprechend zusammenzuarbeiten. Und deswegen, als dieses Projekt einstmals aufgesetzt wurde, waren wir alle viel, viel positiver gestimmt, dass es in Eritrea Änderungen geben wird. Es fühlte sich damals an wie ein endlich sich lösender Konflikt. Wir haben so viele Konflikte auf der Welt, die einfach festzementiert sind. Ich brauche es hier nicht aufzählen. Nahostkonflikt, Korea-Konflikt, Kaschmir-Konflikt, dass man wirklich der Hoffnung war, dass diese Friedensinitiative aus Addis Abeba am Ende des Tages auch starke Veränderungen für Eritrea herbeiführt. Leider hat die Geschichte gezeigt, dass dem so nicht ist. Und daher abschließend meine Frage an die Experten für Eritrea hier in dieser Runde, die jetzt nicht der politischen Klasse angehören. Was sehen Sie als Möglichkeiten für Eritrea innerhalb der nächsten 10 Jahre? Oder müssen wir warten, bis der Präsident, der mittlerweile 74 ist, endlich stirbt und nachdem er seine Nachfolge bis heute nicht geregelt hat, dann, wie man so schön auf Deutsch sagt, auf besser Wetter hoffen? Oder wird es möglich sein, dass aus der eritreischen Bevölkerung heraus es irgendwann auch mal zu einer Revolution kommt? Weil es kann mir ja niemand sagen, dass die 5 Millionen Eritreer, die am Horn von Afrika leben, tatsächlich diesen Präsidenten unterstützen und sein, Katrin, du wirst mir das verzeihen, sozialistisches System, das erneut versagt hat. Ja, vielen Dank, Uli Lechte, wenn auch nicht für den Versuch, mich mit dem Regime Afewerki in irgendeiner Art in politische Verbindung zu bringen. Ich glaube, das war tatsächlich der Fehl des heutigen Abends. Über alles andere, was du gesagt hast, können wir sicherlich diskutieren und das in der gewohnten, gegenseitig wertschätzenden Art, in der wir unsere Dispute normalerweise austragen. Ich möchte nochmal auf einen Punkt hinweisen, der mir an dieser Stelle auch extrem wichtig erscheint und den wir selber teilweise in der Hand haben. Das ist der Umgang Umgang Deutschlands, seiner Behörden und der Bundesregierung mit den Geflüchteten aus Eritrea. Wir haben jetzt von Meldungen von Connection und Pro-Asyl und nach die Anerkennungsrate bei Geflüchteten aus Eritrea auf 5,5% gesunken ist. Im Jahr 2015, also vor 5 Jahren, waren es noch 90% mehr, also nur 95,5% der Geflüchteten aus Eritrea wurden damals in Deutschland, bekam einen Flüchtlingsstatus und damit die Sicherheit vor dem Zugriff des Regimes. Für die Asylsuchenden bedeutet das,
dass sie eine sehr viel schlechtere Position haben und dass sie eigentlich abhängig gemacht werden von der eritreischen Regierung. Sie werden gezwungen, in die Botschaft oder zu gehen und dort um dort Papiere zu beantragen. Und in diesem Zusammenhang werden sie gezwungen, ein Schuldbekenntnis abzulegen, das sozusagen indem sie bekennen, dass sie gegen das eritreische Recht verstoßen haben und liefern sich damit auf Gedeih und Verderb der Willkürjustiz, die in Eritrea herrscht, aus. Und was mich richtig wütend macht, ist der Eindruck, dass die Bundesregierung alles, aber auch alles dafür tut, um die Zahl der eritreischen Flüchtlinge in Europa und Deutschland zu begrenzen, aber nichts oder sehr wenig dafür tut, um tatsächlich die Fluchtursachen aus Eritrea zu verringern. Und das kurze Statement möchte ich einfach so stehen lassen. Vielleicht wollen andere sich da auch nochmal drauf beziehen. Und würde jetzt aber gerne zu einer Antwortrunde auf die Fragen von Daniela de Ridder und Ulrich Lechte an unsere Diskussionsteilnehmer wieder zurückgeben. Ja, danke. Danke an alle für die Statements. Ja, ich danke und ich will einen kurzen Kommentar noch abgeben. In Chatroom war genau diese Flüchtlingspolitik, der Umgang mit Flüchtlingen, ein ganz wichtiger Punkt. Und danke an Katrin, dass du das aufgegriffen hast und das nochmal deutlich gemacht hast. Wir hatten im Dezember letzten Jahres ein Fachgespräch im Bundestag, wo wir genau dieses auch thematisiert haben, gemeinsam mit Pro Asyl auch eine Stellungnahme rausgegeben haben, die auf Deutsch und Englisch zur Verfügung steht auf unserer Website. Wir werden da natürlich an diesem Thema dranbleiben. Es ist ein wichtiges Thema für viele eritreische Flüchtlinge, was Rückkehr betrifft, was die Auseinandersetzung mit den den Behörden der Herkunft, des Herkunftslandes betrifft und so weiter. Heute haben wir die Frage, wie es mit EU-Fördergeldern umzugehen. Und wir haben die Frage von Ulrich Lechte, wie sehen die Möglichkeiten für die nächsten 10 Jahre aus? Today we have the question, what about the funds, the support of Eritrea with funds from the European Union? Maybe the next ones, we have to expect, and what are the possibilities for the next 10 years, the question Ulrich Lechte mentioned. And I would like to ask Mulo Eberhan Temelso and Awet Kesete especially to give a short answer to both questions and give some information and your opinion to it. Es handelt sich hier um eine Regierung ohne Verfassung und ohne Gesetze. Und es ist nicht so, dass die Regierung dem Volk gehört, sondern das Volk gehört der Regierung. Also die Menschen, die im Ausland leben, überall gibt es von dort Demokratisierungsbewegungen. Und es sind dann Anstrengungen, um da eine Regierung auf Verfassungsgrundlage, eine demokratische Regierung einzurichten. Es ist etwas, das, glaube ich, nicht erst in 5 oder 10 Jahren kommen wird, denn ein Drittel der Jugend Eritreas lebt im Ausland, besonders in anderen, in benachbarten afrikanischen Ländern, aber auch Europa und sowas. Und es gibt da schon Pläne zur Gründung einer Exilregierung. Ich glaube also, dass das schon schneller kommen wird als in 5 oder 10 Jahren. Ja, danke. Thanks a lot. Wir haben noch 3 Minuten out. Ich hoffe, das reicht dir, um noch eine kurze Antwort darauf geben zu können. Also vieles hat ja Mulo Eberhan Temelso schon beantwortet, sodass ich mir dann vielleicht noch
auch selber auch, das ist jetzt mal auch von meiner Seite auch nochmal kurz zusammengefasst und am Ende habe ich nochmal eine eigene Frage nochmal, auch hier an Mitglieder der Bundesregierung. Ich denke also zumindest, da war ja vorhin auch eine Frage von Frau Derrida, also welche oppositionellen Kräfte können wir in Eritrea unterstützen? Ich denke also zumindest die eigentliche Frage ist, ist also innerhalb Eritreas ist es sehr schwierig zu unterstützen, aufgrund der Gefahren, die, also es gibt oppositionelle Kräfte, die daran arbeiten, dass ein Wandel in Eritrea stattfindet. Allerdings ist es halt sehr schwierig, diese auch dann ausfindig zu machen oder die auch so mit denen auch Kontakte aufzunehmen, sodass es auch aufgrund der Gefahren, die innerhalb des Landes sind. Das ist, da muss halt, denke ich, gesehen werden, halt, wie man da dran kommt, zum einen. Vielmehr, denke ich, wichtiger ist es halt, also wie man denn mit den oppositionellen Kräften oder Zivilgesellschaften, die innerhalb oder außerhalb Eritreas, wie hier in Deutschland, agieren oder in Europa, in anderen Ländern, aber hier für uns mal jetzt hier in Deutschland agieren, mit denen gearbeitet werden kann, zusammen, wie diese gefördert werden können, wie diese unterstützt werden können, was da gemacht werden kann, halt zumindest zu sehen. Denke ich, ist einer der Punkte, die auch es vielleicht möglich machen können, auch dass in den nächsten Jahren auch ein Wandel stattfinden kann in Eritrea. Frage vielleicht hier zum Schluss ist es, wie groß ist das tatsächliche Interesse der Bundesregierung und auch die der EU, also im Sinne der eritreischen Bevölkerung und somit auch im Sinne der Menschenrechte in Eritrea, also für Eritrea zu handeln? Und auch, wie können denn tatsächlich auch die Zusammenarbeit ausschauen? Oder wie kann denn so eine Zusammenarbeit, ist denn wirklich tatsächlich auch Interesse da? Und ist denn auch, wie kann man aktiv gemeinsam arbeiten, ist eigentlich meine eigentliche Frage, um halt zumindest ein Teil, ja, dass die Bundesregierung wie auch die EU ihren Beitrag dazu, dafür leisten kann. Natürlich vorrangig, dass es halt die eritreische Bevölkerung ist oder Menschen aus Eritrea sind, die daran für ihren Wandel innerhalb ihres Landes halt zu sorgen oder sorgen. Also eritreische, ne? Und daher auch meine Frage oder meine Bitte wäre, dass dieses Auftrag, die wir auch heute hier haben, dass das nicht das erste Mal, letzte Mal ist, sondern dass daraufhin auch weiter zusammen gemeinsam gearbeitet wird. Ja, herzlichen Dank. Thanks a lot. Jetzt sind wir am Ende angekommen. Ich möchte erstmal dem Tim danken für die Übersetzung. Herzlichen Dank. Ohne dich wäre es gar nicht gegangen. Wunderbar. Ein großer Applaus an dich. I hope the next time you will have resolved the technical problem so that we can do it simultaneously. Sure, we are working on it. Danke an Tim für die Übersetzung. Thanks Tim for your interpretation. Ich möchte allen herzlich danken, dass ihr und sie Zeit hattet. Ich denke, es war ein erster Austausch. Wir haben offene Fragen und wir müssen und sollten weiter dran arbeiten. Und ich hoffe, dass dies ein Auftakt dazu sein kann. Danke, Rudi. Thank you, Rudi. Ich möchte mich auch bei allen Teilnehmenden bedanken und ich möchte mich vor allem bei Rudi bedanken, der den Anstoß für diese Veranstaltung gegeben hat. Ganz herzlichen Dank auch an die bis zu 61 Zuhörer, Zuschauer, die hier heute teilgenommen haben und für die wir leider keine Diskussionszeit mehr erübrigen können. Das nächste Mal werden wir technisch besser aufgestellt sein, das kann ich schon mal versprechen und dann werden wir das möglich machen und es wird ja auch nicht das letzte Mal sein. Und ich fand, es war wirklich eine wichtige Veranstaltung und nehme da ganz viel mit für meine weitere parlamentarische Arbeit. Und ich sehe den Uli Lechte nicken. Ich glaube auch, du hast hier einiges mitgenommen und auch die beiden Kollegen, die jetzt nicht mehr dabei sind. Thank you, everybody. Have a nice evening and stay healthy and well. Take care. Goodbye. Vielen Dank an alle. Bleiben Sie gesund und passen Sie auf sich auf. Und wir hoffen, dass wir uns alle bald wiedersehen. Haben Sie noch einen schönen Abend. Dankeschön. Okay, Dankeschön. Danke, thanks a lot. Bye-bye. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Und Katrin, bis Montag. Bye. Thank you very much, everyone. Tschüss.